ihr seid bei Vanessas Vlog. Ich bin Vanessa und heute gibt es wieder was zu nähen. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr diese niedlichen Babyschüchchen nähen könnt. Erstmal braucht ihr Material, wie immer. Und zwar braucht ihr einmal Glyseline zum Aufbügeln der Applikationen. Dann braucht ihr Jerseystoff. Dann braucht ihr Bündchenstoff. Und ihr braucht Fließstoff. Wie ihr seht, unschwer, für die kleine Ella gibt es alles in rosa, aber die Auswahl ist natürlich riesig, also sucht euch einfach was Schönes aus. Und dann geht's los. So, fliegender Wechsel an die Nähmaschine. Ich habe jetzt erstmal folgende Teile für die Schuhe zugeschnitten. Einmal die Sternchen als Applikationen. Da habe ich das so gemacht, ich habe erst ein grobes Stück Vlies ausgeschnitten und da hinten die Flieseline drauf gebügelt und dann erst die Sternchen zugeschnitten. Das ist einfacher, als erst die Sternchen zuzuschneiden und dann die entsprechende Flieseline da drauf zu friemeln. Also zwei Stück, weil zwei Schuhe. Dann zwei Stückchen von dem Bündchenstoff. Dann zweimal eine Sohle und zwar ist das für das Innenfutter. Dann noch einmal die Sohle als Außenschuh. Dann einmal quasi das Oberteil von dem Schüchchen, wo die Applikation drauf kommt, für außen. Und einmal das gleiche nochmal für innen als Futter. So, wir starten jetzt erstmal damit, dass wir auf den Außenschuh die Applikation aufnähen. Und da nehme ich jetzt erstmal die Sternchen und bügel die mit Hilfe dieser Flieseline, die hinten drauf ist, auf dem Stoff fest. So, die Applikation habe ich aufgebügelt. Da kann jetzt nichts mehr verrutschen. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr die auf die rechte Seite aufbügelt, also auf die schöne Seite, auf die Außenseite. Und um das Ganze jetzt nochmal zu fixieren, nähe ich den Stern jetzt einmal ganz knappkantig ab, damit er auch wirklich richtig fest sitzt. Und das mache ich bei beiden Teilen. So, fertig. Sterne sind befestigt. Und jetzt geht es weiter mit dem Bündchenstoff. Und zwar wird der Bündchenstoff jetzt rechts auf rechts jeweils an die obere Kante des Außenschuhs genäht. Also einmal an die Außenseite mit dem Sternchen und auch auf die Seite des Futters. Auch da rechts auf rechts, sodass das Ganze später so zusammengenäht ist. Das machen wir jetzt. Ihr könnt das einmal knicken, um die Mitte festzulegen, damit ihr das Bündchen vernünftig verteilt habt auf der Länge des, der Kante des Außenschuhs. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig zusammengenäht ist.
Und das gleiche machen wir jetzt, wie gesagt, mit dem Futterteil. Auch da das Bündchen rechts auf rechts auf das Futterstück nähen. So, das Bündchen ist jetzt einmal mit dem Außenschuh und mit dem Innenschuh verbunden. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Später kommt das Ganze dann mal so zusammen. Aber als nächstes müssen wir das Ganze jetzt an der Längsseite zusammennähen und dafür falten wir es einmal so rum, rechts auf rechts. Und entlang dieser Längsnaht nähen wir jetzt einmal komplett runter. Schön die Nähte aufeinander legen, damit das genau aufeinander passt. Verriegeln nicht vergessen. So, jetzt haben wir so einen Schlauch quasi. Und jetzt müssen jeweils die Sohlen drunter genäht werden. Und da ist es so, dass unter den Jersey-Stoff, also unter den Außenstoff, kommt eine Fließsohle drunter und unter den Fließstoff, also unter den Futterstoff, kommt eine Jerseysohle drunter. Also genau umgekehrt. Hinten habt ihr die Mitte schon markiert durch die Naht. Vorne könnt ihr das jetzt einmal aufeinanderlegen, damit ihr da auch wieder die Mitte habt. Markiert ihr euch mit einer Stecknadel. Und bei der Sohle macht ihr das genauso. Ihr könnt ihr einmal der Länge nach falten und euch diese Punkte markieren. So, das näht ihr auch wieder zusammen rechts auf rechts, also die schönen Seiten nach innen. In meinem Fall rosa und nicht pink. Und dann legt ihr die Stücke so aufeinander, dass diese Mittelpunkte von dem Außenstoff und von der Sohle aufeinander liegen. Und hinten auch die Mitte zusammen mit der Naht. Und dann näht ihr das einmal rundherum zusammen. So. Die beiden Sohlen sind angenäht. Hier haben wir, wie gesagt, die Wendeöffnung. Und da stülpen wir den Schuh jetzt einmal durch. Außenschuh, Innenschuh. Und beim Innenschuh jetzt einfach die Nahtöffnung noch verschließen. Könnt ihr mit einem Matratzenstich machen oder einfach einmal der Länge nach runter nähen. Das ist ja wie gesagt innenliegend und stört nicht weiter. So, den Innenschuh stülpt ihr jetzt in den Außenschuh. Dann arbeitet ihr das Ganze gut aus, dass der Innenschuh wirklich genau von der Passform her in dem Außenschuh sitzt. Dann ist der erste kleine Tempelflitzer schon fertig.
Und mit dem zweiten Schuh macht er es natürlich genauso wie mit dem ersten. Also den Bündchenstoff rechts auf das Oberteil vom Außenschuh und auf das Oberteil vom Futterschuh nähen. Dann einmal die rückseitige Naht der Länge nach runter nähen, rechts auf rechts. Und zum Schluss jeweils die Sohle drunter beim Innenschuh mit Wendeöffnung. So, geschafft. Die Schüchen für unsere kleine Ella sind fertig. Also das geht wirklich super schnell und ist ganz easy. Und diese Schüchen sind für Babys 0 bis 12 Monate, also die passen sich ganz gut an. Sind super kuschelig, weil die halt diesen Fließanteil haben. Und wie gesagt, ganz easy und schnell genäht. Also probiert es einfach mal aus. Das Schnittmuster werde ich euch bei Gelegenheit noch zur Verfügung stellen. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr probiert es einfach mal aus. Seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin habt eine gute Zeit und bis bald!